Sag mal, welche Farben wird es dieses Jahr geben als Trikot für dich? Dieses Jahr gibt es grün und es gibt so einen Rot-Orange-Ton. So ein bisschen Ähnlichkeit wie im letzten Jahr, ein Ticken mehr ins Knalligere noch reingeht. Das klingt gut. Entscheidest du von Spiel zu Spiel, was du trägst? Ja, ich spreche meistens vorher mit dem Zeugwart durch, wie der Gegner auflaufen wird und was er dann bei der Liga meldet. Davon ist natürlich immer ein bisschen abhängig. Wenn der Gegner in Rot spielt, wird es mit meinem Rot-Orangen hängen, dann wird es eher grün werden. Und ab und an ja, auch dann davon abhängig, ob es mit dem einen Trikot erfolgreicher gerade ist oder besser läuft als mit dem anderen. Und ja, mal gucken. Ich glaube, es wird wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden werden. Okay, das klingt ein bisschen abergläubisch. Es gibt doch die Theorie, dass Signalfarben ganz beliebt sind bei Torhütern, weil sie den Gegner abschrecken. Stimmt das? Ja, ich glaube, der ein oder andere Torwart hat die Hoffnung, dass er mit einer Knallfarbe oder mit einem Rot, was ja psychologisch immer so ein bisschen gesagt wird, dass das im Augenwinkel eher sichtbar ist oder eher wahrgenommen wird als andere Farben, dass er damit vielleicht den einen oder anderen Ball mehr hält. Ich glaube, letztes Jahr hat es mit Rot ganz gut geklappt. Ich hoffe, dieses Jahr in Rot-Orange und in Grün. Schauen wir mal. Herrlich, wir sind gespannt. Und wir sind auch gespannt, was Peter tragen wird bei TalkDot. Und Robin Himmelmann wird's auch sehen.